Brille noch putzen. Wie sieht die denn aus? Mama? Mutter? Ihr Lieben, neues Format irgendwie so ein bisschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ist Kinderkram TV, aber irgendwie anders, weil auf Instagram und nicht auf Facebook. Außerdem heute mit einem Designer-Spezial. Mit mir und jemandem, der kommt gleich ins Bild. Da sagen wir gleich was dazu. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, heute Abend gehen wir mal live auf Instagram mit euch. Ich habe im Laden ein paar Sachen, die würde ich euch gerne zeigen, kurz vor Weihnachten, um euch zu beschenken, damit ihr euch selbst beschenken könnt oder beschenkt werden könnt von anderen. Vielleicht von eurem Mann, Frau, wie auch immer. So, also, was haben wir? Wir haben ein paar Taschen, wir haben noch was Warmes hier für Winter, wir haben Schuhe, wir haben mich. Und wir haben Mutter, jetzt komm doch mal. Und wir haben Mutter. Mutter sucht die Handcreme. Wir wollen das Ganze nicht in die Länge ziehen. Das soll nicht so übertrieben lang sein wie sonst. Heute einfach mal nur so ein kleiner. Hallo. Und Mutter ist da. Mutter schon im ersten Outfit. Naja. Was aus dem Laden. Wir fangen jetzt mal an. Ich wollte eigentlich sagen, Mutter ist die Werbepause, weil hier im Shoppingcenter. Sie präsentiert dann mal so ein paar andere Sachen aus dem Laden. Und zwar dieses schöne Tuch von Marina. Passend zu ihrer Mütze und passend dazu auf dem Rücken. Ich weiß nicht, warum du einen Luftballon dabei hast, Mama, aber macht ja nichts. Der Quant-Rucksack. Alle Trierer wissen, was damit gemeint ist. Ja. Und ein Blazer, den gibt es auch bei uns. In dunkelblau, ja. Größe S. Für ist allerdings kein Designer-Blazer, aber... So samtig. Samtig und schön. Und kostet nur... Ich kann gar nicht sagen. Also ich habe gerade gedacht, ich sehe den recht. 9,90 €. Das kann ja nicht sein. Das ist guck mal, wie süß der auf Figur genäht ist. Ganz süß ist der auf Figur genäht. Schön. Ich finde, das sieht hervorragend aus. Ja, finde ich auch. Soll das öfter Blazer tragen. Aber ich kann ja nicht schon wieder weit hier bei nee, du kannst... Mama, du kaufst jetzt auch nichts. Du kaufst zu viel. Und die Leute sollen jetzt auch mal was kaufen. Ja. Nicht nur alles du. Und deswegen würde ich auch sagen, fangen wir direkt an. Ich habe einige Nachrichten bekommen mit der Bitte, das Video im Nachhinein zu speichern. Das werde ich versuchen, ob wir das hinkriegen. Wir legen jetzt direkt los. Kurz vorweg, ich habe nicht nur Frauensachen, ich habe auch ein paar Kindersachen. Einfach Dinge, wo man denkt, aha, das muss was Besonderes sein, weil der Preis ist vielleicht nicht so der Durchschnittspreis. Die zeige ich euch jetzt. Wir ziehen im März um, für alle, die es noch nicht wissen. Dann sind wir in der Innenstadt, in der Konstantinstraße. Und da werden wir auch das Frauenkram-Thema, also den Frauen-Secondhand, noch mal ein bisschen, ja, dem noch mal ein bisschen mehr Schwung geben. Besonders schöne Sachen, ein paar Designerstücke, so ähnlich wie das heute Abend ist. Wer also sagt, ich hatte da mal so eine Phase, da fand ich Louis Vuitton toll, jetzt steht die Tasche im Schrank und eigentlich brauche ich die gar nicht, ja, dann meldet euch doch gerne. Ich bin mir sicher, die kommt in gute Hände, wir finden ein neues Zuhause und ihr habt auch wieder Platz für andere Dinge. So. Es geht los, würde ich sagen. Ich fange mit den Kindersachen an und wir steigern uns einfach mal so nach hinten. Ich habe nämlich hier noch den Karton liegen. Da wollen ja bestimmt alle wissen, was da drin ist. Dolce & Gabbana. Da steht noch was. Hier ist noch was. So, was habe ich reinbekommen? Wir fangen mal gerade an mit, weil Schneeanzüge, habe ich gehört, sind überall ausverkauft. Deswegen Napapiri für Kinder in einem wunderschönen Rosa mit Trägern ohne Jacke in einer Größe 128 in einem ausgesprochen guten Zustand für 64,90 €. Wer Interesse hat, hier läuft es genauso wie bei Facebook. Schickt eine WhatsApp an die 0651 56127689. Vielleicht kann das mal jemand unten reinschreiben. First come, first serve. Das heißt, wer sich zuerst meldet, der bekommt bei uns die Sachen. Wir reservieren. Was haben wir noch reinbekommen? Und zwar Schlafsäcke. Ja, jetzt denken die, die wegen den Designertaschen einschalten, was hat die Frau denn? Machen wir trotzdem. Und zwar von Tavolinchen. Tavolinchen ist ein deutsches Label. Die sind made in Germany, die Schlafsäcke. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe ehrlich gesagt noch niemals so einen hochwertigen Schlafsack gesehen. Der ist mit Daunen. Das ist jetzt eine Größe 110 und in der Größe 110 kostet der neu 220 €. Ja, hier ist er jetzt für 79. Fangen wir mal mit 79 an. Oh, mein Schildchen. Fangen wir mal mit 79 € an. Wer da Interesse hat, meldet sich gerne. Ich glaube, dem Kind ist nie wieder kalt. Das kann gegebenenfalls auch im Freien schlafen oder wenn die Heizung ausfällt, gibt es auch kein Problem. Dasselbe nochmal. Hier war Kaschmir mit drin. Der ist nicht noch extra mit Kaschmir.
Das ist eine Größe 100, auch von Tavolinchen, für 69 Euro. Mama, kannst du mal hier mir assistieren und... Oder bist du dich am Umziehen? Ich habe gerade noch einen Gläser entdeckt, also das darf nicht wahr sein. Ja, dann erzähl mal, ich bin hier gerade die Preise mal am draufschreiben. Also, wenn ich richtig gesehen habe, kostet dieser Bläser hier 8,90 Euro. Du bist ja wohl verrückt, dass du so günstige Preise machst. Ja, ich weiß, ja, das ist richtig. Also, der ist auch schön. Anders als der andere, klar, ein bisschen. Ja, vor allem, der glänzt hier vorne so schön. Ja, der ist sehr elegant. Das ist aber H&M, meine ich. Ja, kann sein. Ja, aber 8,90 Euro. Dafür kriegst du das ja. Ja, Mama, wir versuchen halt für jeden was dabei zu haben. Ja, ich merke das. Ja. Schön ist der. Steht dir gut. Ist schön. Hier steht alles. Irgendwie. Ja, dir steht alles. Ja. Ja, der Mutter steht halt so. Was soll ich machen? Jetzt habe ich schon reduziert. So, der nächste, ebenfalls von Tavolinchen, in Größe 90, machen wir dann auch für 69 Euro. Ich kann jetzt selbst nicht glauben. Ja, Mama, ich weiß, es ist zu günstig. Sind das nicht die über 200 kosten? Ja, das ist richtig, das sind die über 200 kosten. Ja, Mama, aber ich will doch, dass jemand Neues sich darüber freut. Die sind übrigens alle wie neu. Ja. Und die sind, Reißverschluss kann man hier komplett einmal aufmachen. Zack, kein Fleckchen, zack, gar nichts. Hier, da kannst du komplett aufmachen. Toll. Also ist wie so ein Steppbett fürs Kind. Hab mir das Plümo nämlich auch schon gespart. So, das Ganze dann noch zweimal als Übergang. Haben wir auch noch mal. Die sind ein bisschen dünner, ohne Daune. In Größe 90 und in Größe 110. Einmal für 39 und einmal für 49 Euro. Geschenkt. Geschenkt. Ist eigentlich schon geschenkt. In der Qualität. So, jetzt sind wir bei den feinen Kindern. Was habe ich noch reinbekommen? Eine kleine Montclair Jogginghose. Ja, das ist Montclair. Aber süß, also kann man machen. Die ist hier unten auch noch so ein bisschen, ne, hier, passend. Ich meine, googelt, wenn ihr nicht wisst, was das ist, guckt da einfach mal. Die liegt jetzt, ist Größe 86 bei 24,90. Für die Festtage. Ist doch schick und gemütlich. Ich finde, das ist eigentlich genau das tolle Outfit für das Kind zu Weihnachten. Ist bequem angezogen und macht trotzdem was her. Weiter geht's. Apropos Festtage. Das ist Scotch Rebel. Ein wunderschönes Kleid in dunkelblau. Das ist hier unten, ne? Seht ihr ja? Hat so ein schönes Muster. Natürlich mit Unterkleid. Alles ganz weich und ganz toll. Rebel steht drauf. Oben ein glänzender Kragen. Habe ich jetzt reduziert auf 39 Euro und ist eine Größe 104. Und auch noch so kleine Spitzenärmchen hier. So. Machen wir direkt weiter mit Scotch Rebel, Scotch und Soda. Nochmal so ein schönes Kleid. Das ist jetzt eine Größe 128. Das Material ist ein bisschen anders, das ist eher ein Sweetstoff. Und liegt bei 29 Euro. Nächstes Kleid, nicht von Scotch Rebel, sondern von Kati Mini in Größe 110. Finde ich auch herzallerliebst mit diesen schönen Applikationen hier. Kostet unglaubliche, habe ich reduziert, 19 Euro. Was haben wir noch? Einmal Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, eine Größe 140, auch süß, klassisch, das kennt jeder, erkennt man auch sofort. Inzwischen nur noch 15 Euro. Okay, 15 Euro. Also wenn das jetzt nicht weggeht, dann weiß ich auch nicht. Ja, also geht immer noch eine Spur drüber. Deswegen ist das ein Burberry-Strampler. Könnt ihr mal googeln. Ein Burberry-Strampler in Größe 74 für, ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht sagen. Also ich kann das eigentlich nicht sagen. Also das ist der Schnapper des Tages, das hier. 12 Euro. Das Burberry. Also nur mal so. Ja, 12 Euro. Das gibt's auch nur bei Kinderkram, ne? Gleich sind wir auch schon mit den Kindern durch und dann geht's weiter. Einmal ein Mantel von Pepe. Innen drin wunderbar, schön kuschelig weich, sieht ganz toll aus. Ich denke, der ist unisex tragbar für Mädchen und Jungs. Das Fell hier oben kann man abmachen, ist auch, glaube ich, kein echtes. Eine Größe 140 und jetzt reduziert auf 39 Euro. Ich sehe, dass ihr zuguckt und ach, wie die Telefonnummer nochmal ist. So, kann ich die hier irgendwie reinschreiben? Ich mach das jetzt mal gerade. Das ist die WhatsApp-Nummer 0651 56127689. Die speichert ihr einfach in euer Handy unter Kinderkram. Und dann, zack. So. Und dann geht ihr bei WhatsApp rein,
Und dann ruft der Kinderkram auf und da sind wir dann. Gibt es hier noch weitere Kommentare, die ich eventuell lesen müsste? Mama, das wäre jetzt toll, wenn du jetzt... So, aber wie machen wir das denn? Du kannst ja jetzt nicht gucken. Ich kann doch, auf meinem Handy du gucken. Kannst bei Instagram gucken, live, und mir sagen, was die Leute drunter kommentieren. Aber dann liebst du doch mal hier, wenn ich da gucke. Ja, vielleicht ohne Ton. Hm. Ja, gut. Also, so. Ne? So, jetzt würde ich sagen, mit den Kindern sind wir fertig. Das war eine schnelle Nummer. Ich bin jetzt mal hier durchgeholpert. Aber, nee, Mama, ohne Ton. Mama, jetzt hört die mein Live-Video, im Live-Video, mit Ton. Mama, nee, Mama, mach den Ton aus. Am Handy, an der Seite, Mama. Übrigens, wenn ihr euch fragt, was ich trage, natürlich was aus dem Laden. Hinten ist ein Zettelchen dran, dann mach es aus. Und dann kommst du bitte nochmal... Ich werde verrückt. Ich höre mich parallel. Gut, auf jeden Fall ist dieses Kleid aus dem Laden. Kostet 79 Euro. Ist eine Größe M. Ist so bis hier. Ne? Und ist von Le Couple. Irgendwie so heißt das. Ja, für Weihnachten. Hübsch, falls jemand Interesse hat. Ich habe kaum reingeschwitzt. Nein, geht schon. Wenn Mutter den Ton mal hier... Ich habe es. Danke, Mama. Ja, gibt's auf jeden Fall auch natürlich im Kinderkram. An meinen Schuhen, Füßen, trage ich übrigens diese wunderschönen kleinen Boots. Finde ich bequem, finde ich toll. Passen gut unter ein Kleid, passen aber auch super unter eine Jeans. Macht viel Spaß. Die sind von Malou und die kosten 49 Euro. Und ist eine 39. Deshalb es mir passt. So, weiter geht's. Also, zack. Thema Kinder ist erledigt. Du kannst mal gucken, ob da Kommentare und Fragen drunter sind. Okay. Apropos Kleid. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Von Pepe Kids zu Patricia Pepe. Und zwar ist das ein wunderschönes schwarzes Kleid. Ohne viel aufregende Sachen dran. Ein sehr angenehmes Material. Das ist Baumwolle. Ich glaube, das sieht wunderhübsch aus. Hat hier unten so unten Bauch. Es ist so ein bisschen verspielt. Das ist eine Größe 2. Also eine... Moment. Nein, ist ja genau eine 2. Also eine 36. Immer mal anprobieren und gucken. Und kostet 69 Euro. Ein Träumchen mit einem tiefen Rücken. Quasi das kleine schwarze... Mit Spitze, ohne Spitze. So, weiter geht's. Und zwar, hast du noch was zu zeigen? Ja, ich habe eine schöne Jacke entdeckt. Ein Farbtupfer, würde ich sagen. Mutter hat einen Farbtupfer entdeckt. Mit Merino und Alpaka. Mit Merino und Alpaka. Also eine ganz tolle Strickjacke. In Rot, mit Taschen. Ja, mit Taschen. Mhm. Also wirklich gefällt mir. Von der Marke Craze ist das. Größe ist eine S. Ist reduziert auf 79. Von 99 auf 79 reduziert. Kuschelig, weich, gefällt mir. Ja. Und den Weinkaufsbeutel auch noch dabei. Ja, genau, ich dachte. Den Weinkaufsbeutel. Das ist so ein regionales Produkt, das macht die Anna. Schöner Weinkaufsbeutel, 13,90 Euro. Ja. Danke. Wir geben zurück zur Sendung. So, was bin ich denn jetzt hier im Aufknöpfen? Also, wir kriegen, und das ist irgendwie das Schöne daran, nicht nur unsere Kunden sind sehr vielfältig, die bei uns kaufen, sondern auch die uns Sachen bringen. Und ich hatte letzte Woche noch eine Warenannahme mit einer Kundin, die hat mir unter anderem das hier gebracht. So, von der Größe her ist es natürlich so, ist mir jetzt wahrscheinlich in den Schultern einen kleinen Ticken zu weit, genau. Ist ein Blazer, aber nicht irgendein Blazer, sondern ein sehr besonderer Blazer. Denn der ist von Armani und das ist so ein richtiges Vintage-Teil. Denn wenn wir Sachen im Designbereich suchen, also eher bei den bekannten Designern, dann muss das nicht aus einer aktuellen Kollektion sein, sondern das dürfen auch Sachen sein, die eben schon ein bisschen länger auf dem Markt sind oder in einem Schrank gehangen haben. In dem Fall eben dieser wunderschöne Blazer, wahrscheinlich aus den 70ern, könnte ich mir vorstellen, ist und bleibt aber dennoch Armani. In diesem Fall ist es eine Größe 40 und der kostet in einem ausgesprochen guten Zustand, da gibt es nämlich gar nichts, 119 Euro. Auch hier finde ich wunderbar zu kombinieren, sieht toll aus auf dem Kleid, sieht aber auch toll aus auf eine Jeans. Und ich glaube, auch wenn man oben irgendwie einen bisschen gröberen Pulli anhätte, würde der toll drauf aussehen. Ich hoffe, ihr seht das hier vorne. So, dann zeige ich nochmal die Knöpfe. So sieht das aus. Mama, ich sehe dich im Hintergrund und die Zuschauer sehen dich auch. Oh, ne? Das ist aber unangenehm. Mhm. Dann gehe ich auf meinen Arbeitsplatz. Machst du Päuschen? Ja, toll.
So, weiter geht's. Ein Mantel. Und zwar ist der von Woolrich. Das ist kein echtes Fell. Das ist Fake Fur. Sieht man auch eigentlich, denn bei echtem Fell ist es halt meist ein bisschen mehr wie halt so ein Tier. Gut, okay. Eine Anfrage. Was dein Kleid kostet, was du meins? Mein ja. Kleid kostet 79 Euro. Was machst du jetzt? Willst du, habe ich jetzt gesagt. Ja, ansonsten auch, wenn ihr Fragen zu den Artikeln habt, meldet euch per WhatsApp. Da können wir alles beantworten. Das Handy liegt hier und ich sehe auch schon die ersten Anfragen. So, also. Das ist eben dieser Woolrich Mantel. Und zwar ist das so, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit der Marke schon was zu tun hattet. Meist sind die ein bisschen dicker, weil die eben auch mit Daunen irgendwie gefüllt sind. Das ist der in dem Fall nicht. Dafür hat er innen drin eine Thermolite. Also der ist auch, ich meine, bis minus 20 Grad hält er warm. Die Hersteller geben immer sowas vor, sagen bis zu welcher Temperatur man da drin nicht friert. Genau, und in dem Fall ist der nicht so aufgeplustert wie der mit Down, aber hält eben trotzdem warm. Eine Größe 38,40 für 139 Euro. Neupreis bei dem liegt bei 550. So, dann ist hier noch ein kleiner Blazer. Dann zeige ich euch den auch noch. Ist eher basic, wäre dann vielleicht für die Mutter, die ja so gerne Blazer zeigt. Der ist von Marc Cain. Genau, auch hier mir in den Schultern ein bisschen zu breit, aber auch ein ganz klassisches Teil, mit dem man halt nichts verkehrt machen kann. Der liegt, ist eine Größe 42 und kostet 49 Euro. So, also weiter. Es ist nicht mehr lang, keine Sorge, ich halte mich wirklich kurz. Ich rede halt immer wahnsinnig viel. Wenn ich schon bei Marc Cain bin, haben wir noch einen Mantel. Und zwar ist das, was für ein Material? Mutter, ich bin hier mit den Schildchen etwas. Ach so, und zwar 52 Alpaka, 26 Schurwolle, 22 Polyamid. Das ist ein richtig langer Mantel, der aber mit Sicherheit auch schön warm hält. Auch da mir eine Nummer zu groß. Sieht aber toll aus. Trägt man ja jetzt auch. Der Trend geht ja eher zum Langmantel. Das ist eine Größe, regulär eine Größe 44. Ich glaube, den kann man aber auch, wenn man schmaler ist, tragen. Von Marc Cain haben wir jetzt reduziert auf 149 Euro. Der wurde auch wenig bis gar nicht getragen. So, dann haben wir den auch erledigt. Dann haben wir noch ein Mäntelchen und zwar von Maison Scotch. Hatte ich schon mal in der Story an. Hoppala, jetzt geht mir schon der Knopf auf. Das ist alles im Live-Video, so schön. Noch ein Mantel von Maison Scotch, auch super modern. Natürlich ein ganz anderer Stil, ein bisschen lockerer. Finde ich aber trotzdem sehr, sehr toll. Sehr cool, sieht so aus. Das ist eine Größe 36 von Maison Scotch, reduziert auf 85 Euro. So, gleich sind wir durch und dann kommen wir zu den Accessoires. Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten Sendung machen. Was haben wir? Ja, in diesem Fall, das ist jetzt tatsächlich echt. Ich bin da auch immer so ein bisschen hinhergerissen. Machen wir das oder machen wir das nicht? Man kann ja dann sagen, im Second-Hand-Bereich ist es okay, weil dann sterben die Sachen, dann bleiben die Sachen nicht im Schrank und finden keine Beachtung mehr, sondern es wird eben noch geschätzt und getragen und findet einfach nochmal eine Verwendung. Auf der anderen Seite sagt man dann, damit setzt man aber nochmal ein Statement und legitimisiert vielleicht das Tragen von Pelz. Also ich finde, das muss jeder für sich wissen. Ich persönlich glaube, im Second-Hand-Bereich kann man es machen, bin aber auch absolut einverstanden, wenn man sagt, für mich aber nicht. So, das ist, die Marke nennt sich Yves Salomon. Gibt es oder gab es zum Beispiel hier in Trier bei Soho. Das ist ein Mantel, der lag tatsächlich mal bei 900 Euro Neupreis. Innen drin müsste das dann Lamm sein. Das ist eine Größe 38. Der hat hier, weil es eben Lamm ist oder Schaf, hat er so leichte Beschädigungen am Innenfutter. Ansonsten ist er in einem ausgesprochen guten und schönen Zustand, zeitlos und klassisch, sieht gut aus und haben wir jetzt mal hier mit 199 Euro hängen. So.
Und dann haben wir noch ein Vintage-Teil. Das, ihr Lieben, ist Dolce & Gabbana. Wurde auch gerne getragen. Sehr animalisches Muster. Ja, ist halt ein besonderes Teil, was man aber mal ruhig anziehen kann. Und mal ein Statement. Ne? Man muss auch mal Mut haben, finde ich. Mindestens ein so ein Teil sollte jeder in seinem Schrank haben. Der wurde im Innenfutter auch tatsächlich schon mal genäht. Ist und bleibt dennoch Dolce & Gabbana, aber ein Vintage-Teil. Und deswegen haben wir ihn jetzt hier für 99 Euro. Kommt gerne vorbei, schaut euch die Sachen an. Das ist eine Größe, ich würde mal sagen 38, 40. Mutter, hast du noch was gefunden? Ich habe noch eine tolle Jacke gefunden, die hat ein bisschen was Winterliches. Von einem schwedischen Hersteller, Elwein. Schwedischer Hersteller, du meinst Ikea? Ach, hier nee, Elwein steht drin. ja, ein bisschen länger halt und schön warm. Guten Winter. Sieht toll aus, Mama. Ja. Und wichtig, Taschen. Da passt alles rein. Pfefferminz, Fetti, Tempos und Mundschutz. Alles, was wir so dabei haben müssen. Alles, was man braucht zu der Zeit. Und den Impfpass, den brauchen wir natürlich auch. Kostet aber 99 Euro, glaube ich. Ach so, kostet aber 99. Kostet 99 Euro. Ja. Würde auch bestimmt wert sein. Ja, sieht sehr schick, zeitlos aus und ist bestimmt auch sehr wasserabweisend. Ja, auf jeden Fall. Und mit Kapuze. Mhm. Schön, Mama. Und mit diesen Accessoires in diesem Mint, toll. Könnt beim nächsten Mal vielleicht noch ein paar Stapelsteine in die Hand nehmen. Ist dann auch farblich nochmal abgestimmt. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit den Accessoires. Ich trinke mal gerade einen Schluck Wasser. Und dann legen wir los. Und zwar als allererstes. Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum die noch da ist. Ich finde die so süß. Das ist eine Klatsch. Klatsch ist eine kleine Handtasche, die man auch als Portemonnaie nutzen kann. Bedeutet, hier innen drin könntet ihr das abmachen und dann hat man einfach ein Portemonnaie. Und zwar, der Designer nennt sich Marc Jacobs. Das ist jetzt auch hier nicht so unbekannt. Hier steht es nochmal drin. Mit Herzchen drauf, mit der Kette dazu. Wunderschöne kleine Handtasche oder eben Portemonnaie. Kostet, ich habe es jetzt mal von 69 auf 54,90 reduziert. Ich weiß nicht, was so neu gekostet hat, aber Marc Jacobs gehört ja auch eher nicht zu denen in der unteren Kategorie. So, das war Nummer 1. Als allernächstes, also ich muss sagen, Michael Kors, für alle, die gerne Michael Kors mögen, würde es jetzt interessant, denn ich habe tatsächlich ein paar Taschen da. So, das ist die allererste. Was haben wir denn da? Habe ich mir das aufgeschrieben? Habe ich nicht. In Weiß von Michael Kors, die sind ja relativ bekannt. Also die hatten die Shopper in allen möglichen Größen. Das ist der Klassiker. Den haben wir hier. Wunderbares Material, sehr strapazierfähig, abwaschbar und nicht passt jede Menge rein. Schwarz geht immer. Weiß ist der Kontrast. Muss man halt einfach gucken, wozu. Wir haben die einmal in Schwarz. Männer, ich hoffe, ihr holt mal eure Männer dazu, weil jetzt geht es um Dinge, die man sich auch mal schenken lassen kann. Innen drin alles tippitoppi, natürlich ausgestopft, damit sie schön in Form bleibt. Die kostet, was steht hier drauf? 129 Euro. Damit steht sie jetzt mal hier. Nummer 1. Nummer 2, wie schon gerade gesagt, in Weiß. Auch die in einem ausgesprochen guten Zustand, hat nichts. Ebenfalls 129 Euro. Die Henkel kann man noch abmachen. Mit Staubbeutel natürlich auch innen drin. Alles wunderschön. Zack, rein. Dann trägt man sie so. Auch schön mit diesen Nieten hier an der Seite. So, das ist Nummer 2. Dann haben wir dieselbe, die ich euch gerade gezeigt habe, aber nochmal in Schwarz. Ohne Nieten. Das ist sie in Schwarz, ebenfalls mit Michael Kors Staubbeutel natürlich. Dann gucken wir da mal rein. So, mit Original Rechnung 359,95. Die liegt bei 149 Euro. Wer Interesse hat, schreibt mir gerne. Dann gucken wir, was wir damit machen. Auch da ausgesprochen guter Zustand. Ich meine, an einer kleinen Ecke wäre was gewesen. Scheint aber so minimal zu sein, dass ich nicht mehr finde. Okay, also auch da
haben wir drüber gesprochen. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Wer Interesse hat, darf sich halt gerne melden, damit wir hier jetzt auch alles schaffen. Zwischendurch mal was von Liebeskind. Ein ganz weiches Leder. Die fällt sehr schön am Arm. Wir haben die ein bisschen ausgestopft. Je nachdem, was drin ist, liegt die halt anders. Die ist aber sehr leicht, die Tasche. Ich finde es, ja, manchmal, wenn man schon so eine super schwere Tasche hat und dann belädt man die noch mit viel zu viel Zeug, was man gar nicht braucht, dann kann es schon mal ein bisschen drücken. Die ist sehr leicht, ganz gemütlich, fühlt sich super schön an und kostet 59 Euro. Liebes Kind. So, was noch? Mutter. Was Schönes. Oh, Mutter hat wieder was gefunden. Schon wieder Werbepause. Hier beim Shopping-Sendung Kindergram TV. Triers beliebtester Shopping-Sendung, wie ich immer sage, weil der einzigen. Na, dann komm mal, hüpf mal rein. Also sag. Für Frauen, die gern so ein bisschen weiter und luftig und Körper und gemütlich haben. Gemütlich, ja. Also ich finde das auch schön. Was kostet der? Guck mal. Was hinten. Kostet der denn? Wie nennt man das denn nochmal? Poncho. Poncho. Umhang. Der ist von Someday. Sehr schön. 39 Euro. Oh, ist ja auch geschenkt. Was ist das denn für ein Material? Er fühlt sich ganz weich und warm kuschelig an. Ja, sehr aber schön. Steht nichts. Wo haben wir? Mutter! Ja, Mutter! Da passen wir dann einmal. Da passen wir beide rein. Da unten ist Schildchen. Was ist es denn? Was ist es denn? Jetzt gucken wir aber mal. Riccati-Poncho. Oh, Polyacryl. Ja, doch, aber kein, fühlt sich gut an. Kein echtes Tier. So, wunderbar, da haben wir doch. Ist doch fantastisch. Kein echtes Tier. Von Sunday. Also sehr, sehr schön, warm und kuschelig. Hol mir nicht die Deko hier von der Wand mit deinem Umhang. So, weiter geht's. Michael Kors. Portemonnaie, der Klassiker. Kann man auch als Klatsch quasi nutzen. Hier ist ein Band dran, kann man aber abmachen. Easy peasy. Auch da natürlich sehr guter Zustand. Alles dabei, alles drin, inklusive Originalrechnung, hat 140 Euro gekostet, kostet jetzt 69. Schöne Farbe irgendwie, sehr schöne Farbe, würde zu dem Pulli da hinten gut passen. Oh ja. Ne? Sehr schön. So, auch da tipptopp Zustand, legen wir nochmal rüber. Jemand hat Interesse an der zweiten schwarzen Tasche. Was war denn die zweite schwarze? Die hat mir schon geschrieben hier bei Instagram, Mama. Da gucke ich gleich mal. Dann schicken wir mal Fotos. Also entweder war das die von Michael Kors oder die. Dann schicke ich da mal gleich Fotos und dann gucken wir mal. So, als nächstes. Alexander Wang oder Wang ist nicht so viel bei uns vertreten, meine ich. Gab es aber mal in Trier, war das Schuhloft, das am Kornmarkt mal war? Die hatten tatsächlich mal diese Marke. Das Besondere an dieser Tasche ist, sind unten drunter diese Nieten. Das macht sie natürlich strapazierfähig beim Hinstellen und ist auch ein super Blickfang irgendwie. Kann am langen Bändel getragen werden, kann man aber auch abmachen und sie eben als kurze Tasche tragen. Geht auch. Die Tasche nennt sich, ach stimmt, ich hätte euch noch was dazu erzählen können. Ich glaube, das ist die Rocco Bag. Genau, habe ich mir jetzt alles richtig gemerkt. Das ist die Rocco Bag von Alexander Wang. Auch da liegt der Neupreis, ich meine bei 750 Euro. Hier jetzt für 249. Auch diese Tasche natürlich in einem ausgesprochen guten Zustand. Das Einzige, was sie hat, ist hier unten an der Ecke. Ich glaube, wenn man da mal ein bisschen Lederpflege drüber geht, dann sieht das aber auch schon mal ganz anders aus. Hat hier noch ein Geheimfach, eine Tasche, ein Reißverschluss. Hat innen drin natürlich, da steht auch nochmal Alexander Wang oder Wang. Ja, gibt es jetzt auch bei uns. Ist auch vielleicht eine schöne Farbe schon so Richtung früher. Kommt also auch wieder rüber. Ich darf hier nicht den Überblick vergessen, Lehre. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Mama, ich habe eine Tasche vergessen. Kannst du mir die mal gleich reichen? In der Zeit mache ich mal weiter. Jetzt kommen noch Schuhe. Was Besonderes, wie ich finde. Die sind von Pepe Jeans London. Sind quasi nicht getragen, die sind weiß, da sieht man natürlich alles sehr schnell drauf, haben hier vorne so ein kleines bisschen Schmützchen, aber ansonsten ein sehr cooler Schuh, hier hinten sind Sterne, ist eine Größe 38 für 59 Euro. Oh, da ist aber noch was Feines. Da ist aber noch was Feines. Und noch eine Michael Kors. Heute Abend ist Michael Kors Night sozusagen. Oh Mama, ich rede schon eine halbe Stunde, ich wollte doch nur 20 Minuten. Ja. Tja, sagt sie, sie kennt das ja nicht anders, ne? Die Mutter muss sich das ständig anhören. Sie schaltet auf Durchzug. Die hört das auch schon gar nicht mehr, wenn ich so viel rede, glaube ich. Also, Michael Kors, das ist die Hamilton Bag.
Die war eine Zeit lang auch sehr bekannt und sehr beliebt. Selbst habe ich auch eine, muss ich sagen. in einem, ja, hellbraunen Beige. Hier ebenfalls. Toller Zustand. Hier ist nichts verkratzt. Sieht wunderbar aus. Alles, wie es sein soll. Ich finde es eine sehr klassische Tasche. Auch innen drin. Futter, nichts beschädigt. Keine Flecken, nichts ausgelaufen. Originalrechnung liegt auch hier bei. Das war von Sin Leffers. Die hat 360 Euro gekostet. Und die kostet jetzt hier 169. So sieht's aus. Also haben wir die auch. Und dann kommen wir gleich schon fast zum Ende. Da haben wir noch ein paar Schuhe von Ack. Ist was Besonderes. Ist ein sehr leichter Schuh. Sehr, sehr, sehr. Und wenn Ack mal was ohne Fell macht, dann ist das ja auch schön. Vielleicht auch schon was eben Richtung früher. Das ist eine Größe 37, also eher mal selten. Kostet 59 Euro. Und ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ich finde sie cool. So, ihr Lieben, zwei Paar haben wir noch. Einmal die Timberlands hier. Ungetragen. Sehen so aus. Ungetragen tatsächlich. Ist eine Größe 41 für 99 Euro. Jetzt ist noch Winter, jetzt gilt's. Mit gutem Profil. Damit kann man auch in den Schnee, ohne auszurutschen. Dann was ganz anderes. Und zwar sind das Ballerinas, Lackballerinas von Ralph Lauren. In einer Größe 8,5. Das ist eine 41, meine ich. Und das hier ist auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, wer hat denn da den Preis gemacht? Weil die kosten unschlagbare 29 Euro und sind ungetragen. So, ihr Lieben, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen und zum Highlight, hat die Mutter noch was. Ich habe noch eine Eschlederjacke. Ja, da komm, Mutter. Da komm, jetzt geht's. Einmal die Eschlederjacke. Ich glaube, mein Mann hat schon geschrieben, wann kommst du, musst noch ins Büro. Ach, siehst du, ich rede einfach zu lang. Also, kannst du mal gucken, von welcher Firma. Oh, sehr weich. Ganz weich. Ist Mauritius. Echtes Leder. Mauritius, ja, was kostet sie? Ja, weiß ich nicht. Wo hast du? Ah, ich habe kalte Hände. Oh, ah, schön. Okay. Mauritius in Aprikot, Größe 36, 99, machen wir auf 79. Ui. Dann hat man schon direkt eine Tasche, farblich passend zur Jacke. Tatsächlich. Ist zumindest eine Farbfamilie. Ja. Genau, setzen wir die mal runter. Ist schon was fürs Frühjahr, ist jetzt keine richtige Winterjacke. Sieht aber auf jeden aber Fall flott aus und ist sehr weich. Ja, gut schön. Zu tragen. Mhm. So, jetzt würde ich sagen, wir sind fast fertig. Ja, sieht vielversprechend aus, ist aber kein Valentino. Die kommen aber noch. Vielleicht, habe ich mir sagen lassen. Weil die Kundin, die jetzt hier die ersten Sachen gebracht hat, die sortiert dann mal weiter aus. Also einschalten lohnt sich, vorbeikommen sowieso. Es ist, bleibt spannend und es wird noch viel spannender, spätestens wenn wir umgezogen sind. So, hier drin ist also nicht Valentino, sondern hier drin sind, wenn wir schon gerade dabei sind, nochmal was aus Lack. Wunderbare Pumps. Wobei, jetzt sind es nicht eigentlich schon Boots, wie auch immer. Und zwar von Miu Miu. Miu Miu ist auch ein toller Designer. Diese Schuhe wurden ebenfalls so gut wie nicht getragen. Die haben keinerlei Beschädigungen am Absatz. Das ist eine Größe 39,5. Der Neupreis bei diesen Schuhen von Miu Miu liegt bei 380 Euro. So sehen sie aus. Liegt bei 380 Euro. Hier gibt es sie für 99. So. Das ist schon so ein kleines Highlight, muss ich sagen. Und es gibt ja Frauen, die mit solchen Schuhen auch wirklich gehen können. Ich habe da mal dazu gehört. Jetzt ist das, was ich trage, glaube ich, das höchste der Gefühle. Und wir sind jetzt auch fertig. Wir schließen jetzt quasi ab mit diesem Karton. Den hatte ich euch ja schon vorneweg gezeigt. Jetzt gucken wir einmal, was hier drin ist. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten. Ich finde toll, dass so viele zugeguckt haben. Wenn das so gut anläuft und es jetzt auch ein paar Interessenten gibt, wird das vielleicht nicht die letzte Folge Kinderkram TV Designer Spezial auf Instagram sein. Und Mutter und ich präsentieren euch weiter noch mehr. Wer was verkaufen möchte, darf sich gerne bei uns melden. Wir freuen uns, wenn hier ein bisschen Abwechslung reinkommt und wenn es eben auch Dinge bei uns gibt, die vielleicht nicht so alltäglich sind. Ja, und ich finde, das ist einfach eine schöne Sache. Also, hier in diesem Karton
befinden sich deutsche und Gabbana-Stiefel. Das ist Leder, natürlich, ist halt deutsche und Gabbana. Und zwar ist das ein ganz, ganz weiches Leder. Ich habe sie eben angezogen und auch wenn man das dem Pfennigabsatz nach vielleicht nicht erwartet, sie sind wahnsinnig bequem. Natürlich, man muss anprobieren, passt das hier oben am Schaft? Mir haben sie gepasst. Innen drin, das Besondere an denen ist natürlich auch wieder dieses Leo-Muster. So wie der Mantel, den ich euch eben präsentiert habe. Das würde toll aussehen. Das würde wahnsinnig toll aussehen, das stimmt. Ist von der Farbgebung nicht 100% dasselbe, aber es findet sich natürlich wieder. Reißverschluss an der Seite. Das ist eine Größe 39,5. Das sind, wie gesagt, Dolce & Gabbana Stiefel. Also sie fühlen sich, also es ist einfach ein Traum. Der Wert dieser Schuhe liegt bei 450 Euro. Muss man einfach mal sagen, wie es ist. Und bei uns gibt es sie tatsächlich auch für 99 Euro. Ich würde mich freuen, wenn sie in gute Hände kommen. Hier an der Seite ist auch noch mal zu lesen. Wo haben wir es denn? Deutsch und Gabbana. Hier dran. Die wurden dreimal ungefähr nur getragen. Dennoch sieht man das unten drunter. Das liegt aber daran, weil die Schuhe eben dünn beschichtet sind. Aber ansonsten gibt es hier nichts. Da ist das Leder nicht ab am Absatz. Und wenn solche Sachen zu uns kommen, wunderbar, wenn die genau in diesem Zustand sind. Ihr Lieben, Geheimnis ist gelüftet. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder. Wir sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 10 bis 18 Uhr im Laden. Am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Nächste Woche ist dann die Vorweihnachtswoche. Da sind wir auch am Montag wieder da. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Eure Fragen und Nachrichten schaue ich mir gleich an. Habt einen schönen Abend und bis bald. Und wie schaltet man das hier jetzt aus bei Instagram? Ich kenne mich ja nur mit Facebook aus. Ich auch nicht. Mich darfst du sowas nicht.